alles, was hier stattfindet, und die meisten von Ihnen sind auch in einem Haniel-Seminar, ist Teil eines europäischen Programms, des Haniel-Entrepreneurship and Humanities. Ein aus langer Verbundenheit zwischen der Haniel-Stiftung und der HSG herausgewachsenes Programm. Die Haniel-Seminare mit ihrem Fokus auf Handlungskompetenz, Personenkompetenz, kulturelle Kompetenz. Ich selbst, Timo Meinhardt, lehre an der Universität St. Gallen in Leipzig. Für diesen Themen habe ich mich seit einigen Jahren vertraut und in der Gemeinwohlforschung aktiv. Für mich ist eine besondere Ehre, hier heute mit den Kollegen gemeinsam dieses Podium beschreiben zu dürfen. Alles, was der Staat tut, soll über eine Wirkung legitimiert sein. Diese Wirkung, die soll das Gemeinwohl fördern. Aber auch die Wirkung wird politisch definiert. Ja, was ist denn das Gemeinwohl? Eines ist es garantiert, nämlich so etwas wie ein Maßstab. Gemeinwohl ist der Gegenbegriff zum Eigeninteresse. Wenn es den Begriff nicht gäbe, man müsste ihn wirklich erfinden, und schon nur deshalb, weil so vage er sein mag, er ist unverzichtbare Grundkategorie jeder Sozialtheorie. Gemeinwohl ist keine metaphysische Größe. Gemeinwohl ist tatsächlich etwas, das sich mit dem Wandel der Lebensverhältnisse, den sozialen und kulturellen Lebensformen auch verändert. Ich glaube, es gibt sehr subjektive Gemeinwohlvorstellungen und die aggregieren sie, also nicht nach der Logik der Aggregation, wenn wir zu einem gesellschaftlichen Gemeinwohlbegriff, der dann als Maßstab dienen kann. Deswegen glaube ich, bleibt dieser Begriff notwendig diffus. Und er ist insofern sozusagen eine Konstruktion, als man ihn auch jeweils anders ausdeuten kann. Bei Gemeinwohl gehen alle an, da sind alle beteiligt. Gemeinwohl ist nur im Auge des Betrachters existent, wenn es gelingt, Bilder zu erzeugen, die als gemeinwohlverträglich wahrgenommen werden. Erst was in den Köpfen und Herzen der Menschen ankommt, um es bildlich zu formulieren, gilt als gemeinwohlverträglich. Ich würde schon denken, dass es gegenwärtig um die Möglichkeiten an der gemeinsamen Definition des Gemeinwohls tatsächlich politisch teilzuhaben, dass diese Möglichkeiten nicht besonders ausgeprägt sind. Aber Gemeinwohl ist auch, wenn es das Ergebnis eines offenen Diskurses ist, ist es fast definitionsgemäß kein Maximum einer Gruppe, einer Gesellschaft. Jeder muss Kompromisse eingehen auf diesem Weg zu einer gemeinsamen Vorstellung von Gemeinwohl. Das ist nichts Fixes. Das ist heute mal so und in 10 Jahren kann das wieder anders definiert sein. Das ist eine Evolution. Das unglaublich Wertvolle an der ganzen Geschichte ist, wenn wir eine Gesellschaft haben, die solche Diskurse überhaupt leisten kann. Offensichtlich war, ist so etwas wie ein Gemeinwohlbewusstsein, so unbestimmt und ungeklärt es sein mag, ist ganz offensichtlich vorhanden. Das, was Sie zu Recht anmahnen, dass wir ganz konkret uns darüber im Klaren sind, was für uns Gemeinwohl heißen soll. Dafür bedarf es Beurteilungsmaßstäbe. Wie bringen wir diesen multirationalen Diskurs in die Unternehmen rein? Der Titel heute heißt Measuring Public Value. Das macht natürlich auch das Messen so ungemein schwierig. Was messe ich denn, wenn ich die Referenzgröße nicht habe? Wird das gemessen, was man sieht von dieser Unternehmung, oder wird das gemessen, was in der Unternehmung tatsächlich an Werten miteinander im Diskurs steht? Gemeinwohl ist nur im Auge des Betrachters existent, wenn es gelingt, Bilder zu erzeugen, die als gemeinwohlverträglich wahrgenommen werden. Das ist natürlich sehr kompliziert, das ist dialektisch, da gibt es eine materielle Basis, da gibt es patati patata. Aber am Ende des Tages muss es bei irgendjemandem ankommen, es muss gemerkt werden, es muss gespürt werden. Erst was in den Köpfen und Herzen der Menschen ankommt, um es mal bildlich zu formulieren, gilt als gemeinwohlverträglich in unserer Auffassung. Deshalb die große Diskussion, die ich in Unternehmen erlebe, man macht sich da sehr viele Gedanken über diese Frage. Wie kommt man aus der Defensive? Die große Frage ist, wie schließt man diese Riesenkluft, den Graben zwischen dem, was man tut, von dem man überzeugt ist, dass es gemeinwohlverträglich ist. Novartis startet große Programme in Afrika, Roche, Nestle ist von sich überzeugt, Siemens macht große Programme. Man hat dann so Brücken, die heißen dann CSA. Ich glaube, jetzt die soziologische Wahrnehmung ist, dass ich immer die Gefahr sehe, schon dieser Zweigleisigkeit, ich meine, die ja auch angelegt ist. Also Unternehmen folgen erstmal einer ökonomischen Rationalität, würde ich sagen. Egal ob Nestle oder Ziva oder wer auch immer. Das ist klar. Und die Frage für mich empirisch wäre, in welchem Verhältnis steht tatsächlich dann eine Public Value Diskussion und Strategie eines Unternehmens zu dieser ökonomischen Rationalität. Und da würde ich mich anschließen, die Frage wäre,
ist das reine Legitimationsstrategie. Das macht den Inhalt womöglich nicht falsch, ja, aber dann wäre sie trotzdem anders zu bewerten, als wenn so eine Public-Value-Strategie sozusagen einsickert tatsächlich ins Kerngeschäft. Ja. Dann ist aber die Frage, bis wann ist dann ein Unternehmen noch ein Unternehmen? Also ein Marktakteur, ja, der Profite generieren muss und das in jeder Periode wieder und der womöglich gegenwärtig auch unter der Herausforderung steht, ständig mehr ja, Rendite zu produzieren, je nachdem in welchem Feld er tätig ist. Also das wäre die Frage, wie kann man erstens feststellen, ob das eine sozusagen einfach parallel geführt wird und die eigentliche Unternehmensrationalität gar nicht berührt. Und das mitzudenken, dass das eben auch Gesellschaft verändert, das würde ich mir wünschen, wenn Datenmanagement in Sprache vorhanden wäre, um überhaupt das zu thematisieren. Da kann man sagen, die kreative Zerstörung aller Schumpeter kann sich auch noch ans Gemeinwohl denken, sonst bleiben wir immer, wo wir stehen. Man muss auch mal nach vorne gehen und rebellisch Dinge verändern und gucken, was rauskommt. Aber das, was im Moment auf dem Spiel steht, in der Medizintechnik, im Automobilbereich und, ist eine ganze Menge mehr und wird nach meinem Dafürhalten unsere Gesellschaft so kraftvoll verändern, dass Digitalisierung, Industrie 4.0 unsere Lebensverhältnisse in einer Weise prägt, das kann sich der Staat gar nicht vorstellen. Da passiert viel mehr Verhältnissteuerung und Verhaltenssteuerung durch die Wirtschaft und viel mehr Gemeinwohlrelevanz, als wir uns vorstellen können. Mein Wunsch wäre, um in Frage zu kommen, dass man das in der Wirtschaft mitdenkt. Tendenziell scheint es mir schon zu sein, dass von Verhältnissteuerung abgelassen wird und zunehmend auch Verhaltenssteuerung gesetzt wird, nämlich dass man ansetzt daran, es sind die Subjekte, die sozusagen das Soziale produzieren sollen. Und ich sehe so eine Ersetzung der Verhältnissteuerung durch die Verhaltenssteuerung. Verhalten ist ja für uns über lange Zeit eigentlich geprägt gewesen durch Tradition. In der Tradition musste man viele Dinge ja gar nicht über die Gesetze regeln. Das fällt ja alles weg. Wir haben jetzt die absolute Freiheit. Letztlich kommen wir gar nicht darum herum, uns zu einem Referenzmaßstab durchzuringen durch politische oder soziale Diskurse. Wie definieren wir dieses Gemeinwohl? Wir kommen eigentlich nur dahin, indem wir immer wieder diesen Diskurs führen, immer wieder für jede einzelne Aufgabe, immer wieder neu definieren, was ist eigentlich genau das, was wir als Gesellschaft haben wollen. Und daraus leitet sich dann letztlich das Gemeinwohl ab. Ob all das, was Sie hier beschrieben haben, nun tatsächlich ein Beitrag zum Gemeinwohl ist, das ist ja nicht eine Beurteilung, die gleichsam noch aus der Effizienz dieser Maßnahmen herausgeschieht, sondern da braucht es einen vorausgesetzten Maßstab, nämlich eine und sei es nur intuitive Vorstellung davon, was Gemeinwohl sein soll.